Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So. Wir gehen es dann mal an, ne? Geschwächter Alp. Aha. Will ich mal sagen. Mal schauen, ob wir den dran kriegen. Da kommen sie gleich mal alle fünf. Aua. Ja, der ist echt geschwächt. Oh, ein Raptor. Dann machen wir den zuerst Platz. Passt. Ich hoffe, dass uns so ein einer, nicht dass drei sind, ich wollte, dass uns nur einer verfolgt. Schade. Ich dachte wirklich, dass uns einer verfolgt, aber... Oder zwei maximal. Aber wir haben Pech und das sind alle fünf. Jetzt ist halt die Frage, ob wir die schaffen. Oder nicht. Aber sie haben nicht so viel Damage jetzt gemacht, ne? Wenn wir jetzt richtig Glück haben, vielleicht soll ich mir auch noch ein Steam reinhauen. Dieses Überlebens-Steam. Wäre vielleicht gar keine blöde Idee. Wo ist es denn? Da müsste es irgendwo sein. Überleben. Haben wir gar keins. Hä? Hatte ich nicht welche gekauft? Na, habe ich nicht. Sowas habe ich, aber naja. Ich würde sagen, besser als nichts, oder? Puh, das wird eine harte Nuss. Die sind jetzt wieder zurückgekehrt an ihren Platz, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern nochmal. Ah, warte, falscher Spielstand. Wow! Hier hin. So, ja, bitte. Jo. Aber ein Steam wäre echt gut. Ein Steam brauchen wir schon, glaube ich. Dann werden wir diesen da benutzen. Machen wir halt hier hin. So. Die Nummer 8 ist das. Viel mehr Ausdauer. Na dann. Attacke! Jo. Der ist es hin. Geht schon? Oh, wow. Wow. Schnell was trinken. Der Trank war jetzt echt knapp, ne? Ray, wo bist denn du? Ich mach das. Bitte. Der dahin. Wow. Wow. Ich komm nicht weg. Ich komm da nicht weg. Trink was. Wow, das war knapp. Puh. Hallo, Ray? Passt, der sah hin. Nochmal was trinken. Passt. Und geht schon. So. Ja, draufhauen. Der sah weg. Und der sah weg. Geil zumindest. Jawohl. Jo, geht jo. Super. Klappt ja gar nicht mal so schlecht. So. Puh. Einfach mal so umgehauen, ne? Schön. So, wo ist der fünfte verreckt? Ah, da unten. So. Pär dein Zeug, passt. Bitte, geht ja. Läuft. So. Dann können wir das dem Typen... Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Ja. Aber das bisschen, was da ist, nehmen wir gern. So, dann gehen wir zurück zum Questgeber, glaube ich. Denke ich mal. Oder das war's schon. Ich glaube, das war's schon. Hat das jetzt überhaupt hingehauen? Ich glaube nicht. Das war ein Fehlschlag vorhin, ne? Dann würde ich sagen... Ich denke mal, wir könnten zurückgehen.
Siehst du, die Siedlung können wir machen. Stimmt. Bei der Siedlung wollte ich ja noch was ausbauen. Zurück ins Lager. Ja, bitte. Da kaufen wir uns gleich noch was. Bauen wir mal was aus inzwischen. Da haben wir bisher nur einen Händler, glaube ich, gemacht, ne? Hallo. Und da, da regnet schon wieder Vollgas. Eure K. So, Gnädigste. Was können wir denn bei dir einkaufen? Ich möchte ausbauen, bitte. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Jo. Werkbank, Kleriker, Berserker, Outlaws, natürliche Einrichtung, technische Einrichtung, praktische Einrichtung. Ich würde sagen, mal eine Werkbank. 2000 ist aber ein bisschen viel. Jetzt können wir hier wenigstens was machen. Und wie viel Kohle haben wir jetzt noch? Boah, fast 2,5 haben wir noch. Was hätten wir noch? Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Ja? Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Das werden wir gleich sehen. Werkbank. Ah, da kann man alle drei. Aha. Da kann man alles. Ja, das ist auch nicht schlecht. Natürliche Einrichtung hätte ich gern noch, aber da haben wir zu wenig Geld. Ah, Entschuldigung, das war verkehrt. So. Danke, tschüss. So. Dann können wir mal zum Händler hoch. Vielleicht hat der noch was Gescheites für uns. Servus, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Natürlich. So, dann haben wir jetzt schon mal eine Werkbank. Das ist schon was. Irgendwas Heiltrankmäßiges. Würde ich sagen, nehmen wir da noch ein paar. Ja, das passt dann schon. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen gerüstet. Aber da. Ja. Passt. Gut, dann kriegen wir schnell zu uns heim. Zu unserem Turm, weil wir haben ja noch eine Karte. Die können wir da schon mal abgeben. Ah, Schakale, ich hasse diese Biester. Ja, und die sind aber bei dir daheim auch, Ray. Oder? Unfassbar. So, also hier rein. Schnell die Karte abgeben. Dann hätten wir das auch schon mal. War das hier? Ja. Einmal Karte. Nummer 7. Passt. Da gibt es einige Karten noch. Ich hoffe, wir finden alle. So, gut. Dann werden wir zurück zu den Perserkern gehen. Und werden wir mal schauen. So. Ob wir uns den Typen schon anschließen dürfen. Ja, wahrscheinlich sämtliche Quests misslungen sein. Werden wir gleich sehen. Aua. Ich wollte nicht reinlaufen. Nein, nein, das wollte ich nicht. So. Dab, dab, dab. Selbstverständlich werden wir vorher speichern. Für den Fall, dass was in die Hose geht. So. Und dann reden wir mal mit dem Chef. Hallo, du wolltest einen Bericht aus einer der anderen Stadt. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Yeah. Dann, was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Ja. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Das war klar. Du bist auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Du hast Rogar gefunden und uns berichtet. Das spricht für dich. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit.
Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Mhm. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Mhm. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Was? Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Der Mörder Stormson lebt, obwohl du damit beauftragt wurdest, ihm das Handwerk zu legen. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Alles in allem bin ich zufrieden mit dir. Cool. Die Stimmung ist um einiges besser geworden. Hier, ich will ja nicht undankbar wirken. Meine Fresse. Wow. Also mit dem Sümmchen kommst du schon eine Weile über die Runden. Ich sehe die Gier in deinen Augen, aber vergiss es. Ich habe die Belohnung nicht dir zugesprochen. Und da du jetzt so viel für uns getan hast, sollte es dein Ziel sein, uns beizutreten. Denk darüber nach. Vielleicht lehren wir dich dann sogar eines Tages unsere Magie. Ja, cool. Dann hätten wir es schon mal soweit, ne? Würde ich sagen, Spielstand speichern. Dahin und ja. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt diese... Die abtrünnigen Alps haben jetzt nicht geholfen, ne? Sollen wir da jetzt nochmal hin? Und probieren, mit denen zu reden? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Die waren jetzt hier irgendwo, ne? Oder da, bei so einem Tunnel, ne? Ich schau noch mal kurz hin. Ich hätte es gleich machen sollen, als ich unten war. Zeit verdrödelt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber dann werden wir uns den Berserkern anschließen, wenn die nichts mehr haben für uns. Was ich auch stark bezweifle. Ha, ha, ha. Yeah, und Heureka! Und Heureka! Oh, schön aufs Trockene. Passt, dann können wir gleich weiter sprinten. So, dann war das irgendwie hier rüber. Ungefähr ein bisschen in die Richtung. La 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 la. Hüpf. Hüpf. Dann ein bisschen in die Richtung. Geht schon. Spring. Lauf. Dann ein bisschen in die Richtung. Wobei, wir könnten uns gleich dem Wasser da, ne? Ah, die Ausdauer ist wieder am Abkacken. Da, da, da. Dab, 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 dab. Ah, da drüben war es, ne? Sehe ich gerade. Ich glaube, dass es da drüben war. Werden wir gleich sehen. Da, ruck. Rauf da. Ah, da haben wir noch Giftkraut. Siehst du, war nicht ganz umsonst. So. Ja, ja, da war es schon. Dab, 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 dab. Wahrscheinlich bringen sie uns jetzt um. Dann können wir noch ein paar Erfahrungspunkte, wenn wir die weghauen. Oder sie sind schon umgebracht worden. Tatsächlich. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja, Pech gehabt. Gut, dann würde ich sagen, wir porten uns wieder zurück zu den Berserkern und schließen uns den freudigen Männern an. Und Frauen natürlich auch. Ja, genau. So. Also weit so gut, glaube ich. Questbedingt müssen wir so weit... So was hätte ich auch gerne. Ja, gell? Ist cool. So weit, so gut, hätten wir, glaube ich, alles fertig. Diese streuenden Chimären. Mutprobe. Werden wir sehen. Ja, da wären halt noch zwei Quests. Werden wir sehen, wahrscheinlich sind sie jetzt fehlgeschlagen.
befürchte ich ganz stark. Werden wir sehen. Also, wir speichern. Abermals. Und schauen mal, was passiert. Ich bin bereit, euch Berserkern beizutreten. Ich bin bereit, den Berserkern beizutreten. Du hast also den Wert unseres Volkes erkannt. Mhm. Dieser Schritt wird endgültig sein. Schlägst du dich einmal auf unsere Seite, gibt es kein Zurück mehr. Mach dir das also bewusst, bevor dein Blut diesen Pakt besiegelt. Aha, mein Blut. Schön. Ich bin mir sicher, meine Wahl sollte endgültig sein. Ich bin mir sicher, meine Wahl soll endgültig sein. So sei es. Wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Viele Jahre ist es her, dass wir am Fuße dieses Berges unsere Bleibe fanden. In den Ruinen der alten Welt fanden wir Schutz und eine Zukunft für unsere Art zu leben. Allein dem Wagemut und der Stärke unserer Krieger ist es zu verdanken, dass unsere Stadt immer noch dem Feind trotzen kann. Sie sind es, die uns vor dem Schicksal der vielen Menschen, die in den schrecklichen Konvertern ums Leben kommen, bewahren. Nur die mutigsten und stärksten von uns werden den Krieg gegen die Maschine überleben. Das dürfen wir niemals vergessen. Nun ist die Zeit gekommen, ein weiteres Mitglied in unserer Gemeinschaft aufzunehmen. Er kam zu uns als Fremder, doch jetzt steht er in unserer Mitte und hat sich das Recht erworben, einer der Unsrigen zu werden. Nun denn, Fremder, du hast dich durch deine Taten und deinen Mut als würdig erwiesen. Willkommen in der Gemeinschaft der Krieger und der Magie. Alle Rechte, aber auch Pflichten eines Berserkers von Edan werden ab dem heutigen Tage dein Geschick lenken. Mach dich bereit für unseren Kampf für das Leben und die Freiheit unseres Landes. Große Aufgaben erwarten dich. Wuhu! Willkommen bei den Berserkern. Du hast jetzt Zugang zu den exklusiven Fähigkeiten der Berserker. Cool! Magische Faust des Feuers wählen. Magische Faust des Eises, des Giftes. Ich würde sagen Feuer. Willkommen bei den Berserkern. Ja, das hatten wir gerade. Okay. Du hast eine magische Waffe erhalten. Öffne mit I dein Inventar und platziere sie in der Schnellstartleiste, um sie zu verwenden. Okay, also I. Oder auch nicht. Was muss ich tun? Ich habe eine neue Rüstung. Cool, was muss ich tun, um befördert zu werden? Was muss ich tun, um befördert zu werden? Hör mal, Freundchen. Die meisten, die den Rang eines Kriegers bekleiden, haben hart dafür geschuftet. Ja. Es können Jahre vergehen, bis du bereit für diesen Schritt bist. Bei mir geht es ganz schnell. Vergleich mich nicht mit den üblichen Versagern. Bist du deppert? Es muss eine Möglichkeit geben, meinen Aufstieg zu beschleunigen. So viel Zeit habe ich nicht, das mittlere. Es muss eine Möglichkeit geben, meinen Aufstieg zu beschleunigen. Die einzige Möglichkeit einer vorzeitigen Beförderung ist, dass alle Warlords diesem Schritt zustimmen. Bis dahin wirst du deinen Pflichten als Setzer nachkommen. Schließlich können wir die Felder nicht sich selbst überlassen. Aber wenn ich es überdenke, hast du vielleicht sogar Glück. Die letzten Kämpfe mit den Alps haben uns fähige Männer gekostet. Vielleicht geben sie dir deshalb schneller ihre Zustimmung, als es üblicherweise der Fall wäre. Aber selbst wenn, dann werde ich trotzdem eine gewisse Menge an Lebenserfahrung verlangen, bevor ich dir einen höheren Rang gebe. Aha. Erfahrung? Schau, ha? Brauchst Level up? Wegen meiner Beförderung zum Krieger. Wegen meiner Beförderung zum Krieger. Ich bin soweit, Stufe 15. Wie bekomme ich deine Stimme? Wie bekomme ich deine Stimme? Einfach kaufen kannst du sie nicht. Und mit ein paar Pflanzen wirst du mich auch nicht beeindrucken. Wenn du sie dir verdienen willst, dann rüste dich aus und geh ins verbotene Tal. Dort wirst du auf Gunnar stoßen. Ich brauche ihn für einen riskanten Auftrag, den nur er zum Erfolg führen kann. Okay, das können wir auch beschleunigen. Ich übernehme den Auftrag. Warum genießt ausgerechnet er dein Vertrauen? Das können wir auch beschleunigen. Ich übernehme den Auftrag. Nein, diese Aufgabe ist eine Nummer zu groß für dich. Aha. Ich brauche jemanden, dem ich blind vertrauen kann. Jemand, der im Anblick der Gefahr nicht umknickt wie ein Grashalm. Aha. Und nur Erzberserker erfüllen diese Voraussetzungen. Also führ ihn her.
Das klingt ja schon mal toll. Wo genau soll ich diesen Gunnar suchen? Den haben wir doch schon mal geholfen, oder? Der wäre ja fast verreckt damals. Wo haben wir da vorgegriffen? Schaut aus, ne? Wo genau soll ich nach Gunnar suchen? Wenn ich das wüsste, hätte ich mich längst selbst auf den Weg gemacht. Du willst ein Krieger werden, also wirst du ihn auch auf eigene Faust finden müssen. Versuch dein Glück in den Ruinen unterhalb des großen Aufzugs. Zumindest würde ich dort die Suche beginnen. Ich bin soweit, Stufe 15. Ich bin soweit. Nein, du bist erst soweit, wenn du die Stimmen aller Warlords hast. Oh Mann. Also verschwende nicht meine Zeit und geh zurück an die Arbeit. Aber wir haben Level 15. Menno. Naja, der Hut, der passt überhaupt nicht mehr. Wir brauchen dringend einen neuen Hut. Der hätte vielleicht zu den Outlaws gut gepasst, aber so... Nee, nicht wirklich. Na, Ray? Ach, hör mal, bist du jetzt eigentlich stolz? Wie bitte? Naja, jetzt, wo du zu den Berserkern gehörst. Stolz auf sein Volk zu sein, ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt. Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Ach, alles noch dran. Ich brauche dich nicht mehr ganz leider zurück. Na, passt schon. Alles gut. So, der Hut, wie gesagt, passt überhaupt nicht mehr. Aber wir müssen den Part beenden. Jo, wir sind jetzt Berserker mit einem Cowboy-Hut. Ich muss schauen, dass wir dringend einen anderen kriegen, der auch dazu passt zum Outfit. Wird schon werden. Auf jeden Fall, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir als Berserker durch Elex streifen. Also dann, tschüssi!